Und nun etwas für unsere jüngeren Zuschauer und die jung gebliebenen. Paul McCartney war der populärste Beatle und der künstlerisch erfolgreichste nach dem Ende der legendären Band. Die hatte ja bekanntlich ihre Anfänge auf der Hamburger Reeperbahn. John Lennon sagte sogar einmal, er sei zwar in Liverpool aufgewachsen, aber in Hamburg erwachsen geworden. Nun, genau dort startet Paul McCartney heute seine Europatour. Es sei ein Trip zu den Ursprüngen, verkündete er vorher. Heute gab er keine Interviews, also gab es auch keine Chance, ihm Erinnerungen aus der Hansestadt zu entlocken. Dafür erinnert sich ein alter Wegbegleiter. Philipp Menn berichtet. Sie stehen da, fröstelnd und warten auf ihr Idol, Paul McCartney, der ewige Beatle. Ein anderer nimmt den Seiteneingang, Klaus Fuhrmann. Seit fast 50 Jahren ist er mit McCartney befreundet. Als hier in Hamburg alles anfing, hat er mit ihm musiziert, ist sogar gemeinsam mit den Beatles und Sir Paul aufgetreten. Er ist wie immer, er ist sagenhaft und das Publikum geht voll mit. Und die freuen sich alle, die singen alle mit und es wird ein schöner Abend. Guten Abend, Hamburg! Hamburg Anfang der 60er. Im Kaiserkeller trifft der damals 22-jährige Klaus Fuhrmann abends zufällig Paul McCartney und die Beatles, eine unbekannte Band aus Liverpool. Er ist sofort infiziert. Der Kunststudent malt die Band in ihrer Unterkunft, einem schäbigen Pornokino. Später gestaltet Fuhrmann das Cover des legendären Revolver-Albums. Als Beatles-Bassist Stuart Sutcliffe ausscheidet, wittert Fuhrmann seine Chance als fünfter Beatle. Dann habe ich John gefragt, ob ich Bass spielen könnte. Und er sagte, du, Paul hat den Bass schon gekauft, wir haben uns schon entschieden, Paul wird Bass spielen. Das ist wahr. Hey, hi. Damit ist klar, Fuhrmann wird kein Beatle. Trotzdem sind Paul McCartney und er Freunde geblieben. Für das erste und einzige Album des Deutschen spielen sie im Mai sogar gemeinsam ein Fats Domino Cover ein. Wenn du da mit ihm im Studio bist, dann ist er genau der gleiche Spitzbub. Und es ist auch so, jedes Mal, wenn ich ihn treffe, ist es, als ob ich ihn gestern gesehen habe. Also, es ist nicht viel passiert in der Zwischenzeit. In der Tat. Während Ex-Beatle Sir Paul noch heute vor ausverkauften Hallen spielt, ist der beinahe Beatle von damals immer noch dabei. Wenn auch nur als einer von 12.000 begeisterten Zuhörern.